Ja, Vesso, zurück in Bern nach einer kurzen Nacht in Budapest. Wie geht's dir heute? Hast du schon realisiert, was ihr geschafft habt? Noch nicht wirklich realisiert, aber es geht mir unglaublich gut. Also besser ist schwierig, weil es ist ein Traum. Es ist ein Traum von mir und von jedem Spieler, von jeder in diesem Verein, von jedem Fan, von unserer Familie, von allen, dass wir Champions League spielen können. Und das haben wir geschafft. Aber wir wissen, wie wir haben es geschafft, mit viel Willen, mit dieser Mentalität, dass wir zusammen spielen und nur für den anderen laufen. Und wegen dieser großen Stärke, die wir haben, haben wir es, ich glaube, geschafft. Es war ein großer Kampf gestern und dann die Erlösung. Erzähl uns, wie hast du den Schlusspfiff miterlebt in Budapest? Wow. Eigentlich mit diesem 3:2, dann haben wir gewusst, wir sind in Champions League und dann wir sind alle gelaufen zu Felix. Und wir waren alle am Schreien, Champions League, Champions League ist da, Champions League. Und dann Werner hat gepfiffen. Ja, ich hatte ein paar Tränen, es passiert mich nie normalerweise, aber ja, ein paar Tränen. Ich war auch mit Quentin, wir haben alles zusammen erlebt und mit der ganzen Mannschaft alles. Alle waren so wirklich tief berührt, weil es ist ein Traum von allen und ja, es war so die schönste Emotion, die es gibt. Und habt ihr dann so richtig gefeiert? Ja, natürlich. Also meine Stimme ist ein bisschen in Budapest geblieben. Aber es war einfach so schön in der Kabine und dann im Hotel es wirklich zusammen zu feiern. Und das zeigt einfach diese Mentalität der Mannschaft, weil wir alles, was wir machen es zusammen. Es gibt nicht zwei, drei Spieler, die gehen dort und zwei andere, die gehen dort. Aber nein, wir machen das alles zusammen. Wir haben zusammen gefeiert in der Kabine mit viel Musik, mit Tanzen und alles. Es war wirklich schön und dann im Hotel noch. Und ja, es waren ja einfach Momente, die du nicht vergessen wirst. Und ich muss sagen, ich habe gesehen, du hast auch ein paar Dance-Moves ausgepackt in der Garderobe. Ja, ein paar. Also ich glaube, ein ganz schlechter Tanzer. Aber wenn du in der Champions League bist, das ist egal, komplett egal. Ich fand es nicht schlecht. Nun geht's weiter. Morgen kommt die Gruppenphase, die Auslosung für die Gruppenphase. Ja, wie gehst du da rein? Träumst du von irgendeinem Gegner, von irgendeiner großen Mannschaft? Ja, riesige Vorfreude. Also ich bin Real Madrid-Fan, also seit Kind. Und natürlich würde ich mich riesig freuen, wenn wir auf Real Madrid treffen. In Bernabeu zu spielen wäre ein unglaublicher Traum. Aber natürlich sind so viele andere Top-Mannschaften die Beste der Welt. Und wir freuen uns auf jeden Gegner, weil es sind nur die besten Spieler dort. Und vor allem, wir freuen uns, gegen diese Spieler zu spielen und zu zeigen, dass wir auch viel Qualität haben. Und ja, wir sind alle sehr hungrig in der Mannschaft und wir wollen alle zeigen, dass wir auch viel Qualität haben und auf diesem Level unsere Stärke zeigen. Wir freuen uns alle. Ganz Bern freut sich, glaube ich, auf die Champions League. Vielen Dank und herzliche Gratulation nochmal. Danke dir. Danke. Kiki, ihr seid wieder in Bern, wieder im Wankdorf. Hast du schon ein bisschen realisiert, was ihr erreicht habt? Ihr steht in der Champions League. Champions League. Ja, genau. Realisiert weiß ich nicht. Ja, einfach ein Traum, wo wahr wird. Gestern haben wir ein so schönes Spiel gemacht und ich bin einfach stolz von dieser Mannschaft. Wir haben es schon monatelang erarbeitet und gestern ist unser Ziel erreicht und jetzt wollen wir noch schöner machen. Es noch schöner machen, ja. Ich glaube, es ist ein Traum für jedes Kind, das Fußball spielt, wahrscheinlich auch für dich, einmal in der Champions League zu spielen. Ja, natürlich, wenn man Fußball anfängt, will man all diese große Champions League, Europa League oder Weltmeister oder so, aber Champions League ist einfach im Fußball das, wo jeder Kleiner träumt und heute habe ich das Glück, da drin zu sein und ja, ich werde einfach genießen und ja, ich bin einfach glücklich. Erzähl uns noch ein bisschen, was ging gestern noch ab? Wie habt ihr diesen Sieg, diese Qualifikation gefeiert mit der Mannschaft? Konntet ihr überhaupt richtig feiern? Ja, wir haben mit ganzem Verein, wo in Budapest war, haben wir einfach gefeiert, einfach dieser Moment genossen und ja, das war einfach schön. Und ich hoffe, dass wir noch viele, viele Momente, gleiche Momente erleben werden zusammen. Also in dem Fall war es eine kurze Nacht? Ja, ganz kurz. Ja. Viel geschlafen haben wir nicht, aber es war eine geile Nacht. Kurze, aber geile Nacht. Sehr schön. Ja, und jetzt geht es sofort weiter.
Morgen die Auslosung für die Champions League. Wie siehst du darauf? Auf was hoffst du? Hast du einen Wunschgegner oder wie gehst du in diese Auslosung? Wunschgegner habe ich nicht, weil es sind nur Top-Teams dabei. Aber mal schauen, was es wird. Die besten Teams in der Champions League. eBay ist in der Champions League. Einfach dieser Moment voll genießen und dann schauen wir, was auf uns zukommt. Du hast es richtig gesagt, voll genießen und doch steht auch das wichtige Spiel gegen Basel schon vor der Tür. Auch gar nicht so einfach nach diesem Sieg und auch der verdienten Feier dazu und jetzt Basel vor der Tür. Ja, ich glaube, wir haben genug Erfahrung jetzt, um dieser Switch zu machen und ich glaube, dass wir gut erholen werden und dann gut auf Basel fokussiert sein werden, aber das ist nicht schwierig für uns. Wir wissen, dass das machen wir einfach, die großen Spiele. Champions League, Basel, das sind die geilen Spiele und ja, wir werden alles geben, um dieses Spiel zu gewinnen. Tipptopp. Wir freuen uns auf alles, was kommt und genießt diesen Erfolg. Vielen Dank, danke. Hopp, Ibe.